Ein Video noch, meine Freunde, da muss ich mal ganz kurz mit Spark gucken. Das ist ja wohl widerlich. Das war ja wohl komplett widerlich. Ihr könnt ja mal Spark schreiben, dass er bei Discord antworten soll. Braucht man das alles? Nee, Digi. Habe ich es trotzdem gekauft? Ja. Spark kann gerne mal Discord schauen. Nö. Ich liebe es einfach, eine andere Sprache zu sprechen als die meisten hier. Könnte es einfach jede Scheiße sein. Ah, ich habe übrigens den kleinsten Schwanz auf der Welt. Das ist halt das Geile, dass das halt einfach, keine, also das war halt kein Bullshit. Nochmal, Trimax, muss lauter reden. Ich würde lieber Trimax mitgebracht. Ja, oh, Digga, nein. Ich will einen Flughafen bauen und mein erstes Flugzeug würde ich gerne zu dir schicken. Immer noch nicht, echt jetzt? Holy shit. Max macht die ganze Zeit das Mic aus, der Wichser. Dass Max so clever ist, das finde ich krass. Wie, da muss ich jetzt? Okay, ich will einen Flughafen bauen und das erste Flugzeug möchte ich zu dir schicken. Kannst du mir einen Spot sagen und mir die... Was? Möchte ich und dann was weg. Zu dir schicken. Sobald ich einen Walkout ziehe, setzt mein Gehirn aus und ich kann... Walkout! Workout. Nein, ich breche ab. Spielen wir? Soll ich abbrechen? Guckt ihn euch an! Noch kann ich abbrechen. Ich? Nein, viel. Okay. Mann. Geilster Clip. Hey Kevin, mit diesem Block kannst du respawnen. Einfach rechtsklicken. Was ist das denn? Der sieht ja scheiße aus. Guck mal. Das ist ein Kind. Jugendgruppe in der Schule. Ey, wollen wir seine... Ich habe einen Vorschlag. Wir lenken seine Eltern ab. Warte, Max, willst du... Okay, Max, warte. Willst du den mitnehmen? Kann man ihn mitnehmen? Können wir... Sehr ruhige Silvester heute tatsächlich, ne? Warte. Okay. Okay, Bruder. Er hat... Ich liebe Gigant. Einen Flammenwerfer. Stark. Stark. Entspanntes Silvester auf jeden Fall. Entspannt. Kevin nimmt sich immer so das Kabel an sich, steckt das dann irgendwo rein und diese Steckdosenstecker-Ding, der landet dann irgendwo. Ach, Digga, nein, der Arme. Oh, und man findet nicht mehr. Ich hab auch in letzter Zeit wirklich, Leute, ich mach die ganze Zeit, also ich weiß nicht, ob das lustig ist, aber ich tue immer so, als hätte ich einen Schlaganfall. Ich glaube, das ist übertrieben uncool eigentlich. Aber irgendwie, also manchmal mache ich einfach halt so, dass ich halt so rede. Und dann rede ich so jemanden ganz normal mit jemandem und sag so, ja. Und dann, eigentlich ist es so super uncool, weil wenn ich irgendwann echt mal einen habe, dann bin ich gefickt. Hat irgendwann nur noch diese einzelnen Kabel und hat keine Chance zu laden. Ich war auch immer ultra smart. Ich habe mir, wenn meine Eltern irgendwie 2 Wochen in den Ferien weg waren, mein Bruder und ich sind zu Hause geblieben, haben wir für jeden Tag Essensgeld bekommen und wir haben 2 Wochen lang nur Yum-Yum gefuttert und alles Übrige in Paysafe-Karten reingeballert und uns Riot und League of Legends. Digga, Max, Junge, Max. Legends zu holen für die Skins. Ultra OP einfach. Ah, Digga, den Clip habe ich gesehen. Das ist wirklich ein smarter Move von Tommy gewesen. Da hat er auf jeden Fall Hirn bewiesen, wa? Der Junge hat Eier. Bei seinem vorbestraften Cousin sowas zu machen, Digga. Oh, gutes Bild. Es Digga, nahm einfach kein Ende. Bro! In der südrussischen Stadt Rostock wurden die Menschen am... Digga, what the fuck? Entspannt euch mal, Leute! Ich hab mich aufgeregt. Ey, meine Nachbarn, die haben einfach ihren Kindern erlaubt, Feuerwerk zu zünden, wo in ganz Köln Feuerwerkverbot ist. Also, Digga, also da muss ich mal ganz ehrlich sagen, Vorbildfunktion am Sack, Alter. Also, da habt ihr wirklich fett reingeschissen. Frühen Morgen von einem Riesenfeuerwerk aus den Betten geholt. Ach, das war dieser Supermarkt, ne? Ja. Was hab ich zu Weihnachten bekommen? Halt dein Maul, du Arschloch. Ach, richtig so. Okay, oh, wie schön. Was hab ich... Okay, sorry. Lol, ich hab hier einen Megapack. Wieso das denn? Ja, das ist das, was wir gerade eben gemacht haben, du Kelb. Was? Ich Kelb? Wir haben doch davor noch eine SBC gemacht. Ich Kelb. Und Tommy kriegt gar keinen Cash von mir, der kriegt nicht meinen alten Schreibtisch. Und den kannst du im Geld nicht aufwiegen. Bist du dankbar für den alten Schreibtisch? Ja. Junge. Oh. Digga, also, ich weiß nicht, ob der Junge schon bereit ist zum Streamen, wenn ich ehrlich bin. Ach, die Stadt veranstaltet ja sowas, ne, in Madeira, von Schall. Alter, das ist ja Weltkrieg, Alter. Nein, Simon, das ist Feuerwerk, du Vollidiot. Oha. Mal Barbie ein und dann halt so Leichtathletik. Ach,
Mann, sei doch einfach mal normal. Kann natürlich immer wieder passieren, ne? Es sei denn, jemand aus der Nachbarschaft schaut. Was ist das jetzt? Halt drauf, dass da nichts dazwischen da kommt, ne? Müssen wir gucken, dass nichts dazwischen kommt, logisch. Also wirklich, das ist einfach nur dreist, dass ich mich hier mit, also wirklich, das ist eine Sprachstörung, das ist einfach eine Sprachbehinderung, die ich da habe und, ja, also ganz ehrlich, das ist einfach nicht cool, dass ich dafür immer noch fertig gemacht werde. Ich kann halt nichts dafür und ich könnte halt zum Logopäden gehen, aber habt ihr mal geguckt, was so ein scheiß Logopäde kostet? Also sorry, das mache ich nicht. Das ist einfach ein Markenzeichen, genau. Mein Markenzeichen ist es. Fisch. Mann, es geht halt nicht anders. Ich bin so geboren worden, Mann. Ihr Wichser, ihr scheiß Wichser, ihr scheiß Trimac-Wichser. Weiß nicht, was das jetzt soll. Ach so. Ich zieh auch durch, ne? Mach's gut. Ziehst du durch. Was machst du jetzt? Willst du nicht schlafen oder so? Ach so, ja, okay. Eis? Ja, auf jeden Fall. Sieg und dir einen ganz entspannten Feierabend, ja? Okay, Digga. Dir auch. Danke, Max. Mann. Tschüssi. Max, so ein seltsamer Typ manchmal, wirklich. War er denn bei Schalke dein Vorbild? Lieber Sané, der Ehrenbruder. Ich würde lügen, wenn ich ja sagen würde, muss ich sagen. Jetzt kann man nicht von Vorbild reden, weil wir sind ganz unterschiedliche Spieler. Ich bin technisch begabt und Leroy hat Probleme bei der Ballannahme. Bekannte von mir haben so einen Hund, kann ich mir für dich und Cindy auch vorstellen. Der Hund muss eingeschläfert werden, Digga. Danke, Phil, für die Donation. Das ist genauso wie, wer gewinnt die WM? Ja, also ich glaube dieses Jahr Belgien. Ich muss seit 10 Jahren hören, dass Belgien Weltmeister oder Europa wird. Die sind Müll. Die gewinnen gar nichts. Sie können nichts. Checkt das mal endlich, dass sie kein Favorit sind. Seit 10 Jahren sind die Favorit. Die holen nichts. Weder Europa noch Weltmeister. Die werden nichts in den nächsten 10 Jahren. Belgien holt sich die Kinder. Merkt euch das. Ich kann es nicht mehr hören. Hab ich genießt. Okay. Wer noch in meinem Team ist, hast... Das war so geil. Das war so geil auf der Gamevasion, Jungs. Hast du gefragt? Ja, das beantworte ich dir gerne. Man hört sogar meine scheiß Lache da im Hintergrund. Folgendes. Also, wir haben noch jemanden dabei, der... Was? Vorname? Das bin jetzt ich, oder was? Ich bin Trimax. Nachname? Oh, scheiße. Geheim. Hautfarbe? Welche habe ich? Scheiße, ich glaube, ich habe die... Ja, ist wieder Winter. Geschlecht geheim. Psychologisches Profil. Ah, paranoid. Das passt zu mir. Ich hab gechoked, ich fahr direkt zurück. Oh nein, oh nein. Oh nein, Basti. Oh, Digga, oh. Ja! Hau weg, haut ihn weg. Ja! Junge, stark. Let's go! Was ein Mensch! Was reimt sich auf Bier? Moin Leute, Trimax hier. Was reimt sich auf Schaschen? Wollen die mich verarschen? Was reimt sich auf Braut? Digga, Mann. Walkout! Was reimt sich auf Reptilien? Brasilien. Yannick Moser, bester Mann. Wer ist der Lauch neben Kai Pflaume? Irgendwie sieht Sascha Huber immer aus wie Rezo mit Muskeln. Findet ihr nicht auch? Ich finde das nicht so witzig. So, und uns fehlen noch die Wetteraussichten. Heute ist Donnerstag, also wir haben jetzt, beziehungsweise es ist mittlerweile ist es schon Freitag, es ist der 21.02.2020 und zwar ist gerade 2.30 Uhr nachts. Wir haben draußen gerade eine Temperatur von 4,1 Grad. Digga, dieser Wettervorhersage würde ich immer, auf die würde ich immer hören, no joke. Windgeschwindigkeiten weiß ich gerade nicht, aber es ist auf jeden Fall extrem stürmisch. Entspannt. Vielen Dank für die Aussichten. Das gilt aber halt nur für den Altschauerberg, ne? PlayStation ist einfach Müll. Ein Haufen Müll. Lass die PlayStation in Ruhe. Okay, entspann dich. Dass ich im Kickbox-Training war. Und ich gehe jetzt mal gleich rein, muck die ein bisschen an und wir schauen mal, wie sehr die Jungs jetzt Respekt vor mir haben. Montag haben Cindy und ich unseren Jahresbums. Ja, Digga, also... Das ist so, wenn man lange in der Beziehung ist, dann wird man doch einmal im Jahr gefickt. Und dann einigt man sich auf den Termin.
Aber ganz ehrlich, ich kann es bei diesem Menschen mit diesem Schnurrbart einfach nur nachvollziehen, dass man den nur einmal im Jahr ranlässt. No joke. Also Jahrestag meine ich. Schade, Kevin, wirklich schade.